entsprechend auch mit zu. Die, ja, hallo Holger, geben mir auch Bescheid, wenn mal auf Facebook irgendwas nicht klappt, wie jetzt zum Beispiel der Ton, der da nicht reinkommt. Ich freue mich drauf, da auch die bekannten Gesichter mittlerweile im Aktienbereich hier auch mitzusehen. Forex machen wir ja immer morgens, das macht mir momentan richtig, richtig Freude. Das Portfolio dort dicke im Plus. Ich freue mich einfach, wie gut die Märkte funktionieren. Da soll mal noch einer sagen, Markttechnik funktioniert nicht. Ich bin absolut happy. Die Depots stehen auf super tollen Kursen. Und deswegen schauen wir jetzt mal rein, was wir hier im Bereich der Indizes und Aktien und Rohstoffe miteinander mal reinschauen können. Zuvor allerdings auch hier, wie immer, der Risikohinweis an dieser Stelle. Ganz klar, das, was wir hier mit uns oder was wir hier gemeinsam miteinander besprechen, ist anscheinend, beziehungsweise ich definitiv mit Risiken hinterlegt. Es ist alles nur informativ. Das heißt, wenn ich hier jetzt Charts bespreche, Handelsideen bespreche, das sind bitteschön keine Kauf- oder Verkaufempfehlungen für Sie als Zuschauer, sondern wirklich reine Informationen. Wer tradet, muss das aufgrund seines eigenen Wissens tun, tritt in sozusagen oder trifft diese Handelsentscheidung immer selber. Das müssen wir ja sagen. Das Ganze bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen. Auch der Risikohinweis, den gibt es natürlich auch immer noch, beziehungsweise der Interessenskonflikt, der besteht. Das, was ich hier mache, ist meine Handelsvorbereitung und viele Sachen von dem, die wir besprechen, wandern dann halt auch irgendwann mal in mein Depot rein oder sind schon drinne hier an dieser Stelle. Ich sehe gerade auch die sehr, sehr schönen Grüße aus Österreich. Da freue ich mich riesig drüber. Bleibt auch liebe Grüße nach Österreich. Bleibt alle schön gesund. Und die Frage hier zur ALVG-Aktie, die gucken wir uns natürlich auch gleich noch mit an. Das Ganze hier in Kürze. Jetzt schalte ich mal rum in meine ja, Research- und Trading-Software für den Aktienbereich hier. Den China Trader, wartet, das nehme ich gleich mal hier weg. So, zack, einmal so. Jetzt haben wir es einfach mal da. Und wie schon gesagt, was wir hier jetzt einfach mal machen, ist an dieser Stelle, wir blicken zuerst wie immer auf die großen Indizes mit drauf, um einfach mal zu sehen, was da los ist. Dazu mache ich hier für meine Facebook-Zuschauer auch das Bild nochmal groß, dass der Chart hinten drauf gut zu sehen ist. Und dann wechsle ich auch gleich mal noch um in den Chart, der uns hier die bessere Farbe gibt. Und wir gucken jetzt gleich mal kurz hier mit dem Blick auf die Märkte. Jetzt hier nicht aufs Öl. Das ist gerade der Uso, den wir sehen. Der hat auch mächtig Freude gemacht hier auf der Unterseite. Aber das ist eine andere Geschichte. Die Jungs und Mädels, die hier gerade zuschauen, die mich auch morgens sehen bei Tickmill, die wissen, was wir hier im Öl veranstaltet haben. Also das ist eine richtig geile Party. Ich bin da immer noch total happy an dieser Stelle. Nein, wir blicken jetzt mal auf die Indizes hier im US-Bereich. Das heißt, wir starten hier mal durch mit dem S&P 500. Das ist, wie schon gesagt, jetzt hier nicht der Future, sondern das ist einfach der Bereich, den auch jeder bekommen kann. Das ist das SP 500-Kürzel hier. Einfach mal den großen Markt anschauen, wo wir reingelaufen sind, wo wir stehen. Und jetzt müssen wir einfach mal schauen, konstatieren an dieser Stelle auch, wir sind mittlerweile hier in einem Unterstützungsbereich angekommen. Hier unten, wartet mal, ich nehme das mal kurz raus. Der ist jetzt mal nicht von schlechten Eltern. Wenn ich das mal etwas näher zusammenzoome hier in diesem Bereich und wir schauen mal, wo wir stehen. Wir stehen momentan an einem dicken, fetten Kauflevel an dieser Stelle. Aber ich möchte hier jetzt auf keinen Fall irgendwo Entwarnung geben, weil selbst wenn wir hier in einem Kauflevel stehen, wir haben gesehen, was an den letzten Kauflevels passiert ist, ne? Ich will die nur mal ganz kurz einzeichnen. Wir hatten hier ein Kauflevel und wir hatten, Moment, hier oben, wo ist es hin? Hier. Da in diesem Bereich hatten wir auch ein Kauflevel gehabt. Ich weiß, das ist jetzt relativ klein wahrscheinlich zu sehen, aber ich hoffe, dass das bildlich so ein bisschen hinkommt, was ich zeigen will hier an dieser Stelle, dass ich einfach sage, wartet, ich mache mal nach unten hin noch ein bisschen Platz, dass ich einfach sage, wir haben momentan die tiefen, tiefen Gegenbewegungen zu der starken Aufwärtsbewegung vorneweg, aber momentan ist der Markt im Krisenmodus. Wir sehen das rund um den Globus, wird um Geld gerungen. Die Märkte sind in einer absoluten Liquiditätskrise. Was glaubt ihr denn, warum die Notenbanken so viel Feuer machen, und der Aktienmarkt nicht anspringt? Der Aktienmarkt springt deshalb nicht an, weil wir jetzt nicht in der Situation sind, wo wir in einer soliden Wirtschaft vielleicht mal ein bisschen, sage ich mal, Unterstützung durch die US-Notenbank brauchen, die Aktienkurse dann wieder ankurbelt. Nein, das, was die weltweiten Notenbanken momentan machen, ist
ist einfach dem Markt genügend Liquidität zu geben, dass die Unternehmen liquide bleiben, dass Kredite zurückbezahlt werden können, beziehungsweise die Banken genügend Liquidität haben, falls Kredite ausfallen. Weil wenn das nämlich passiert, dann haben wir eine Neuauflage von 2008. Und aus diesem Grund haben wir momentan einfach viel zu sehen von den Notenbanken. Aber das ist jetzt nicht dazu da, um die Aktienmärkte voranzubringen, sondern wir sehen momentan an den Märkten, egal ob im Aktienbereich oder vielleicht auch im Gold. Gold, da fragt sich auch der ein oder andere, Gott, Gold ist doch eigentlich ein sicherer Hafen jetzt. Warum fällt das alles? Ich sage euch warum. Eine Begründung, die dafür genannt wird, ist einfach, die Leute brauchen Kohle, die Firmen brauchen Geld und da wird alles liquidiert, was man zu Geld machen kann. Und dazu zählt entsprechend halt auch der Gold. Und wer Gold im Portfolio hat und Geld braucht, der macht das Gold jetzt zu Geld. Deswegen findet der Markt aktuell noch kein Halten und wir sind hier auch weit, weit davon entfernt, eine saubere Bodenbildung zu machen. Wir sind hier zwar in einem sehr, sehr fetten Unterstützungsbereich. Schaut mal, der hat hier der Kaufbereich, der ist aus dem Jahr 2017, wo wir hier momentan stehen. Das ist mal der Tageschart, aber wenn man hier mal weiter in die Historie guckt, ich mache mal ganz kurz den Wochenchart auf, dass wir hier ein bisschen besser sehen können, dass hier, wenn das Level bricht, wo steht der nächste Kaufbereich? Und da muss man einfach mal schauen, das nächste, was hier kommt, da stehen wir im S&P 500 mal locker bei 2100 Punkten, beziehungsweise hier dieses richtig satte große Kaufbereich hier, da haben wir um die 1900 Punkte, die wir hier noch auf der Uhr haben, wenn der Markt nicht zur Kontrolle kommt. Und eine Bodenbildung ist das, was wir hier haben, noch lange nicht. Wir schnappen zwar manchmal zurück in den Aktien, aber wir sehen einfach, dass das einfach nur Rückschnapper in Abwärtstrends sind. Wir gucken uns da gleich mal noch die Apple-Aktie zu diesem Fakt an, damit man das an dieser Stelle mal auch an der echten Situation sehen kann. Also, wie schon gesagt, wir sind momentan nach unten begriffen. Wir sind mehr oder weniger in einem freien Fall, auch wenn der Markt momentan einfach mal so ein bisschen innehalten möchte. Wenn wir uns das mal kurz anschauen, ich schalte jetzt hier mal ganz kurz rum auf den ES an dieser Stelle. Bitte auch hier darauf achten bei den Futures. Diese Woche Freitag haben wir den Verfall. Ich habe hier den Future auch noch gar nicht umgestellt. Wartet mal, das muss ich gleich mal machen, dass wir hier in den nächsten Kontrakt reingehen. So, da brauchen wir den 6er, zack, dann haben wir nämlich auch hier die aktuellen Daten mit da, also der sozusagen genommen wird, um jetzt aktuell zu traden. Da ist es momentan einfach faktisch so, wenn wir uns ja mal die kleinen Zeiteinheiten auch anschauen, das sind einfach Sachen, die wir drinnen haben, wo wir die faktischen Abwärtstrends sehen. Hier, wir sehen es, der Markt ist definitiv abwärts gerichtet. Da ändert es auch nichts dran, wenn wir immer mal so ein bisschen hochspringen an dieser Stelle, sondern das große Bild ist hier abwärts gerichtet und eine Bodenbildungsmaßnahme fängt ja immer zuerst in den kleineren Zeiteinheiten an. Da würden wir ja so gesagt an bestimmten Leveln einfach hier, sag ich mal, so ein Hin- und Her-Zappeln haben und nicht diesen schönen, starken Trend. Verlauf, wie wir ihn immer wieder haben. Soweit ist es hier noch nicht. Aus diesem Grund macht es sozusagen Sinn, jetzt immer mal auch bei Werten nachzuschauen oder bei Aktien nachzuschauen, die in Korrekturen laufen, falls es sowas gibt. Also es gibt hier momentan nicht ganz so viel, was wir als Swing Trader, also als nebenberufliche Händler hier auch mit auf der Uhr nehmen können. Aus diesem Grund schauen wir jetzt einfach mal beispielsweise Aktien an, die interessant sein könnten. Wenn ich hier jetzt mal einfach, ich hole mal kurz meinen anderen Schirm hier, mein anderes Bild nach drüben und gucke mal zusammen die ein oder andere Aktie hier mit an. Und zwar hatten wir ja gesagt, ich sagte gerade hier, die Aktie von Apple. Hier haben wir die Apple mal, die Apple hier im Chart, im Tageschart an dieser Stelle auch genommen. Muss ich nur warten, bis die Daten geladen sind. Und hier sehen wir die Apple. Wartet mal, ich räume mal den Chart noch ein bisschen auf, damit wir hier Platz haben. Hier sind noch Umkehrmuster und Ähnliches drin. Die brauchen wir jetzt wirklich nicht. So, löschen, löschen, löschen. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Earnings lassen wir drin. Und dann die Emmas, die nehmen wir auch mal noch raus. Das macht hier keinen Sinn, da jetzt drauf zu gucken. So, dann haben wir es da. Jetzt haben wir mehr Platz im Chart. Jetzt sehen wir ein bisschen mehr. Leute, schaut euch das einfach mal an. Was wir hier sehen, ist momentan ein wirklich sauber bestehender Abwärtstrend. Den kann man sich auch anzeigen lassen hier von der Plattform sozusagen im Tageschart. Das ist jetzt erstmal wichtig. So, da haben wir es da. Und wir sehen es hier sozusagen. Schaut euch mal an. Das hier ist der Abwärtstrend. Und alles, was wir hier an Rückschnappern sehen, sind sozusagen immer nur korrektive Phasen. Das heißt,
Wenn mal so ein Rückschnapper kommt, kann man das Ganze schön von oben nach unten traden. Da muss man aber wirklich auf der Lauer liegen. So die richtig schönen Rückläufe, wo man hier so ein Umkehrmuster bekommt. Ich blende hier mal kurz mein Umkehrmuster ein. Hier an dieser Stelle, die fehlen momentan ganz oft, weil wir diese sauberen Rückläufe nach oben nicht finden. Aber aktive Trader haben immer wieder Chancen. Wenn wir uns auch mal eine Amazon-Aktie angucken wollen, hier an dieser Stelle, da gibt es schöne Rückläufe. Und das ist hier etwas bei einer Amazon, da könnte jetzt durchaus das in Kraft treten, was wir hier gehabt haben. Ne? Wir sind sozusagen hier unten vom Tief jetzt in die Korrektur reingelaufen. Das Zwischenhoch hatten wir hier oben. Und wie schon gesagt, wir haben gestern mal einen ersten Schnapper nach unten bekommen. Der lief aber sofort wieder zurück. Interessant wird das Ganze hier bei einer Amazon jetzt, wenn wir tatsächlich in den kleineren Zeiteinheiten rumspringen. Das heißt, wenn wir hier auf der Stundenbasis beispielsweise wieder den Abwärtstrend bekommen. Und das interessante Level, was wir hier da jetzt haben, ist genau, ich zeichne es mal eben ganz kurz ein, das ist genau der Bereich, den wir hier gleich sehen werden. Und zwar, schaut mal, das hier ist der korrektive Aufwärtstrend. Ich lasse den jetzt mal nicht von der Technik einzeichnen, sondern mache das einfach jetzt mal hier an dieser Stelle mit der Hand. So, was wir jetzt gesehen haben, ist die erste Gegenbewegung. So, und jetzt kommt es halt darauf an, dass wir hier in diesem Gegenschub nicht hier oben drüber laufen, sondern die Abwärtsbewegung machen. Und sobald wir hier dann den Gegentrend haben, wäre das das Signal, dass wir schön nach unten traden können und das Ganze rauszunehmen. Und dann haben wir die Anlaufpunkte auf der Unterseite. Und genau das sind die Sachverhalte, auf die sollten wir jetzt Wert legen. Das heißt, Aktien suchen, die in die Korrektur gegangen sind und dann entsprechend hier rumdrehen. Und das machen wir jetzt mal, indem ich einfach mal hier die Tagesvorbereitung mache. Hier, das lasse ich ja immer vom Agena Trader auch einfach hier mitlaufen. Das heißt, wir schauen einfach mal in den sozusagen in meinen Week Up Short Mic Scanner, wo ich die Aktienkandidaten suche, die mir Umkehren aus Korrekturen anzeigen. So, wartet mal, ich nehme mal kurz das Muster hier raus und wir schauen mal hier, guckt euch das mal an. Hier haben wir ein paar Signale drin. Ich habe das heute noch gar nicht zugeschaut oder angeschaut, aber ich schaue hier einfach mal rein und da sehen wir halt so ein paar Sachen, die gut abwärtstrendend laufen. So, und da sehen wir halt auch hier, guckt euch das mal an, das hier. Schaut es euch an. Hier, das ist mein Lieblingsumkehrmuster aus der Korrektur. Aber das Ding trade ich natürlich nicht. Diese Schwankungsbreite, da kann ich mich im Leben nicht sauber absichern. Das ist nichts für mich. Aber wir gehen die mal durch. Vielleicht ist doch der ein oder andere Trade für heute auch mit dabei. Hier haben wir es auch nicht, aber eine schöne Korrektur, die wir haben. Hier auch starke Schwankungsbreite in diesem Bereich. Die Aktie, gut, die könnte unter Umständen interessant sein. Starker Abwärtstrend hier zur Unterseite hin. Bis zu den Earnings ist es auch noch ein Stück weit hier. Die Umkehrkerze ist jetzt da. Hier, da haben wir sie. Das ist die Umkehrkerze. Da wird es jetzt interessant, wenn der Markt hier unten drunter läuft. Dann könnte man mal schauen, ob man sich im Stundentrend absichern kann. Lasst uns das mal ganz kurz machen. Ich schalte mal hier kurz auf die Zeiteinheit der Stunde um. Weil da will ich ja den Abwärtstrend sehen. Ja, da muss ich einfach sagen, okay, da muss ich mal schauen, ob ich hier reinkommen kann, weil wir sehen jetzt hier zwar im Kleinen den untergeordneten Trend, ja, also wenn wir hier jetzt nochmal ein Stück, eine Zeiteinheit tiefer gehen, beispielsweise in die 5 Minuten, da sehen wir den Titel schon nach unten trenden. Hier kann ich das mal einzeichnen lassen, hier, da haben wir schon den Abwärtstrend da und wenn der sich jetzt natürlich fortsetzt nach unten, das wäre dann interessant, dann hätte man auch ein relativ enges Absicherungslevel und dann könnte man die Unterseite bespielen. Also das Ding packe ich mir mal definitiv auf meine Handelskandidaten für heute mit drauf und wir wechseln mal zurück in den Tageschart und schauen, ob wir da noch die ein oder andere Aktie bekommen, die interessant wird. Hier, der Rücklauf ist mir ein bisschen weit gegangen, beziehungsweise schnell zurückgekommen. Das ist hier auch zu tief. Ich mache mal die Trenderkennung ganz kurz raus. Also der kleinste Trend hier ist mittlerweile auch rausgenommen, aber das hat mit dem großen Bild hier an dieser Stelle natürlich nichts zu tun. Der Markt auch hier ist weiterhin abwärts gerichtet und die Umkehr hier war ganz richtig, nur die Absicherung ist also zu weit. Wenn wir hier von dem jetzigen Stand aufs Trendtief traden wollen, da ist nicht mehr viel Platz. Das macht wirklich relativ wenig Sinn. So. Haben wir jetzt noch drei Aktien hier. Die Manpower, auch die ein Stück in die Korrektur gelaufen. Aber auch hier, wir sehen es, die starke Schwankungsbreite am Markt. Da halte ich mich lieber ein bisschen entspannt zurück und sage, dann passt das halt nicht. Franklin Resources, das ist interessant. Auch hier ein weiter Schub nach oben. Aber wenn wir uns mal die Korrektur anschauen, guckt euch das mal an, hier an dieser Stelle.
der letzte Schub, den wir hier trendig auch nach unten gesehen haben, im Zusammenhang mit der Gesamtsituation, der ist schön in die Korrektur gelaufen. Da schauen wir uns jetzt allerdings mal wirklich die Stunde an, weil das könnte tatsächlich interessant sein, wenn wir ein schönes Absicherungslevel über den Stundenchart bekommen. Dann wäre das natürlich eine feine Geschichte für den heutigen Tag. Und hier schaut es momentan sogar relativ interessant aus, wenn wir uns mal diese Konstellation hier anschauen. Da haben wir hier schön den Außenstab und der könnte tatsächlich bei Druck nach unten dazu dienen, dass das Hoch das Absicherungslevel gibt und wir hier unten, wenn der Markt wieder rumdreht, rein können und das Ganze nach unten bringen. Also das ist ein schönes Chance-Risiko-Verhältnis, was wir haben. Das ist interessant, packe ich mir direkt mal in die Tagesvorbereitung für heute noch mit rein. Und dann gucken wir uns jetzt mal noch die letzte Aktie hier an aus dem Scanner und dann schauen wir nochmal auf die Aktie von ALVG. So, hier haben wir es drin. Das ist, würde ich sagen, mal eine schöne Seitwärtsphase, auch eine Bank. Hier muss ich mal ganz kurz in den Wochenchart reinschauen, weil Banken sind ja momentan auch sehr, sehr stark nach unten gekommen und abgestraft. Hier müssen wir mal schauen, wo wir Support-Levels haben. Hier ist nämlich, wenn man sich das jetzt mal anschaut, das ist dann schon heftig. Deswegen, der Tageschart sah hier ein bisschen anders aus, aber wenn wir mal sehen, was hier gekommen ist, das ist schon richtig, richtig brutal. Ein riesen Gap gerissen, starker Abverkauf. Das nächste Support-Level haben wir hier unten irgendwo um die 45, 46. Da ist noch Potenzial nach unten da. Ah, das muss man sich anschauen. Ein Trader, wie sagt man so schön, der ordentlich Eier hat, könnte da reinfassen. Ich brauche da eher die Bestätigung durch die entsprechenden untergeordneten Trends. Das ist nicht so mein Fall, aber Potenzial zur Unterseite ist definitiv da. Erstes Anlauflevel, wie schon gesagt, hier unten die Marke von um die 45. Bricht das weg, gibt es hier unten noch, naja, bei 36 auch ein paar Anlaufpunkte. Interessant auf alle Fälle, für meinen Geschmack allerdings nichts. So, und jetzt gucken wir uns noch mal kurz die Aktie ALVG an. Hier die Allianz ist das, deutscher Wert. Moment, die gucken wir uns mal nicht hier an, die gucken wir uns mal in meinem deutschen Scanner an. Da kann ich auch gleich mal zeigen. Schaut, ich habe jetzt hier in diesem Scanner hier für den deutschen Markt, habe ich mir das auch so eingebettet, dass das Umkehrmuster kommt. Und wir sehen hier an dieser Stelle, da kommt einfach momentan nichts durch, weil die Märkte einfach wie verrückt nach unten gelaufen sind. Ihr könnt das, glaube ich, hier nicht sehen. Wartet mal, ich gehe mal kurz den Chart umstellen. Der brauchen wir ja. Die schwarzen Charts, die sind für mich immer sehr entspannt beim Traden. Aber hier in den Webinaren ist das immer ein bisschen ungünstig. Deswegen mache ich mal kurz die Webinar-Ansicht rein. So, da haben wir es. Und da gucken wir uns jetzt mal die Allianz gleich noch an. Kurzen Augenblick, nehme ich gleich rein. So, wo ist er? ALV, da haben wir sie. Die Allianz war ja auch der Highflyer der letzten Monate hier. Ein Riesenschub nach oben, aber wir sehen es auch hier. Die haben einfach brutale Probleme mit dem aktuellen Geschäftsumfeld. Die kommen einfach nicht zu Potte. Die ganzen Portfolien der Allianz, die laufen alle schief. Die Leute ziehen Geld ab, die Leute haben Angst. Es geht einfach nur brutal nach unten. Und wenn man sowas sieht, das ist einfach der blanke Wahnsinn. Für kurzfristige Trader, die hier mal einen Zock machen wollen, könnte sich irgendwann eine Gegenbewegung andehnen. Aber da müssen wir mal auf den Monatschart schauen, wo wir möglicherweise das Ganze finden können in Zusammenarbeit mit einem Support-Level. Und ja, das könnte interessant werden aus jetziger Sicht. Wir stehen hier nämlich in einem Support-Level. Ich markiere das hier für alle diejenigen, die das nicht ganz so gut sehen können. Ich markiere mal dieses Support-Level an dieser Stelle noch. Hier mit einem grünen Bereich. Hier schaut man das hier unten, wo wir jetzt stehen. Das ist ein richtig fetter Kaufbereich hier. Also diese Marke um die 120. Hier, der hat schon sehr, sehr oft gehalten, dieser Bereich hier. Der letzte Mal, als wir den letzten Abwärtsschub hatten, 2016 hat es gehalten. Und hier, als wir aus dem letzten, sage ich mal, Loch von unten rausgekommen sind, gab es hier so eine Verharrungsphase um die 120. Also das ist schon ein deutliches Level. Also das heißt, wenn wir irgendwo kurzfristig eine Chance sehen wollen, einen Rebound zu haben, dann wäre das hier und jetzt eine gute Möglichkeit. Aber, und da muss ich wirklich den Finger heben, ich habe es vorhin beim S&P 500 auch gesagt, Unterstützungen halten momentan nicht. An Unterstützungen wird momentan einfach nur abverkauft. Das heißt, ich würde nicht darauf wetten, dass wir hier jetzt schon eine schnelle Bewegung nach oben sehen. Die kann kommen, aber lasst es euch bitte bestätigen. Ich lasse mir sowas, wenn sowas kommt, gerne bestätigen, dass, sage ich mal, dass wir mal einen Kauftag mit hohem Volumen sehen und dieser Kauftag dann auch bestätigt wird. Also im Optimalfall eine grüne Wochenkerze und diese grüne Wochenkerze dann in der nächsten Woche bestätigt durch weiter steigende Kurse. Ich bin da halt in dieser Seite, das ist mein Handelsstil. Ich lasse mir sowas gerne sozusagen von dem Institutionellen bzw. von dem großen Geld bestätigen.
bestätigen. Klar, da komme ich manchmal ein bisschen später in Trades rein, aber ich nehme dafür ein Stück mehr nach oben mit. Ich bin da nicht so mit der Pistole in der Tasche gepeilt, dass ich hier nur 20, 30, 40 Cent mitnehmen möchte, sondern ich will schon ein Stück weit mehr mitnehmen und das können wir hier ganz gut mitmachen. Wie schon gesagt, hier ist momentan ein guter Supportbereich, wo wir durchaus, wenn die Märkte mal eben durchatmen wollen, einen Sprung nach oben sehen könnten. Ansonsten, wenn die Unterseite weitergeht, wenn wir einfach mal schauen, wo dann der nächste Kaufbereich ist, der ist nämlich ein ganzes Stückchen tiefer anzusiedeln, den zeige ich hier an dieser Stelle auch gleich mal mit rein, hier an diesem Punkt, der nächste Kaufbereich, schaut mal ein, haben wir hier unten liegen, um die, ja, was haben wir hier, 65 bis 70 Euro und dann hier dieser Bereich, den wir hier aus den Jahren, wo ist denn das gewesen hier, 2008, also direkt nach der Finanzmarktkrise und hier das Tief, was wir drüben gehabt haben im Jahr 2003. Jo, Leute, da ist noch viel Potenzial nach unten und ich sag euch eins, ich schließe mal nicht aus, dass das nach unten läuft und ich schließe so wie das hier nicht, so wie das hier ausschaut, auch definitiv nicht aus, dass wir hier vielleicht einen Rücksetzer bekommen auf Monatsbasis und dann auf Monatsbasis sogar mal noch einen Abwärtstrend machen. Das würde mich wirklich nicht wundern. Also hier an dieser Stelle aufgepasst, was wir machen. Wir haben immer wieder richtig geile Trading-Chancen. Da will ich ja hier immer mal drauf hinweisen und sage ich mal an dieser Stelle danke für die Zeit. Ich hoffe, der ein oder andere nützliche, informative Part war mit dabei. Weitere Fragen sehe ich jetzt nicht. Die ganzen lieben Grüße gebe ich auch zurück. An dieser Stelle auch zurück nach Österreich. Das freut mich wirklich sehr. Das heißt, danke für die Zeit. Tradet gut, bleibt gesund, macht eure Strategien ordentlich und dann passt das Ganze. Und wer Lust hat, der guckt mir morgen wieder über die Schulter, wenn ich morgens die Forex-Märkte bespreche. Das Ganze wie immer bei Tickmill. Wer auf Facebook ist, gibt der Seite von Tickmill Deutsch einfach ein Like. Da macht mal Währung. Da machen wir Indizes, da machen wir Rohstoffe. Letzte Mal schön auch im Öl was nach unten gegangen. Also es macht Spaß und Freude, da reinzuschauen von dieser Seite. Bleibt gesund und bis nächste Woche Dienstag im Wall Street Traders Lunch. Ansonsten morgen früh. Bis dahin allen eine gute Zeit. Bye, bye. Tschüss.